Ohne die Vision einer möglichen Zukunft ist jede Zivilisation dazu verdammt, ihre begangenen Fehler immer und immer wieder zu wiederholen. Dieser kurze Film handelt von Nachhaltigkeit, maximaler Effizienz, einer intelligenten Planung und somit dem Potenzial der gesamten Menschheit, eine großartige neue Welt voll grenzenloser Möglichkeiten zu erschaffen. Designing the Future. Dies dient als Beispiel dafür, wie die Welt in unserem jetzigen hochtechnologischen Zeitalter bereits sein könnte. Verbunden mit dem intelligenten Ansatz eines holistischen Systems könnten Wissenschaft und Technologie zur Erschließung des Potenzials der Menschheit und zur Wiederherstellung und dem Schutze unserer Umwelt herangezogen werden. Obwohl viele Menschen die Erneuerung von bestehenden, aber überalterten Städten befürworten würden, liegt dieser Anspruch weit hinter dem Potenzial moderner Technologien zurück. Reparaturen an alten Städten ergeben auf Dauer höhere Konstruktions- und Wartungskosten. Langfristig gesehen ist es aber tatsächlich effizienter, gänzlich neue Städte zu bauen, als überalterte Städte zu verbessern und instand zu halten. Für den erhöhten Lebensstandard aller Bewohner bedarf dies einen absolut systematischen Ansatz des Städtebaus und deren exakter Planung. Eine kreisförmige Grundstruktur ermöglicht, die vorhandenen Ressourcen am effizientesten zu nutzen und alle Gebäude auf eine Art zu errichten, die wenig Energie benötigt. Allen Bewohnern wird so der fortschrittlichste und höchste Lebensstandard ermöglicht, den Wissenschaft und Technologie zur Verfügung stellen. Beispielhaft wäre die Errichtung eines zentralen Informationszentrums, das Menschen aus aller Welt besuchen könnten, um dieses Baukonzept in andere Gebiete der Erde zu tragen. Die Planung dieser Städte berücksichtigt neben ihrer Funktionalität jeden Wartungsaufwand, die einfache Transportmöglichkeit, ihre optimierte Leichtbauweise sowie die konzeptionelle Schlichtheit mit hoher Beständigkeit. Eine solche Stadt wäre im Vergleich zu heute mit einem sich ständig wandelnden Organismus und eben keiner statischen Struktur vergleichbar. Der vorgeschlagene Systemansatz sieht vor, ganze Städte aus standardisierten Grundelementen zu errichten, die in automatisierten Fabriken vorgefertigt und vor Ort zusammengesetzt werden. Viele dieser Gebäude würden aus einzelnen Standardbauelementen bestehen, die für verschiedenste Anwendungen verwendet werden können, um viele unterschiedliche Bedürfnisse zu erfüllen. Auf diese Weise könnten Städte extrem effizient sein, denn es muss nur ein einziger Sektor entworfen werden, der bis zur Fertigstellung einer ganzen Stadt beliebig vervielfacht werden kann. Die einzelne Stadt wird dann in ein weltweites Stadtsystem integriert. Der äußerste Sektor ist mit Golfplätzen, Wander- und Radwegen und der Möglichkeit für Wassersportarten Teil eines Erholungsgebietes. Im Inneren dieses Gebietes umrandet eine Wasserstraße die aus Ackerbau und hydroponischen Gewächshäusern bestehende landwirtschaftliche Zone. In Richtung Stadtzentrum ordnen sich 8 Grünzonen, aus denen erneuerbare, saubere Energie aus Wind- und Solaranlagen sowie Fernwärme eingeleitet wird. Abfallrecycling und andere Dienste befinden sich unterhalb der Stadt. In Harmonie mit der lebensreichen, natürlichen Umwelt wird bei der Städteplanung die beste aller sauberen Technologien angewendet. Der Wohnsektor bietet wunderschöne Landschaften mit Seen und Flüssen. Die breite Auswahl an kreativen, innovativen Apartmenthäusern und einzigartigen Einzelhäusern erlauben ein hohes Spektrum an Auswahlmöglichkeiten für Bewohner. Neue, innovative Methoden zur schnellen Massenproduktion für Wohn- und Gebäudesysteme bringen das Gebäudematerial in eine Form und befördern es dann aufwärts. In manchen Fällen könnten mehrteilige Apartments als fortlaufende Wohnstränge produziert werden, die anschließend in individuelle Einheiten getrennt werden. Kräne transportieren diese vorgefertigten Wohnungen an die Bestimmungsorte, wo sie dann angehoben und in eine Trägerstruktur eingesetzt werden. Diese Apartments verfügen über ein geringes Gewicht und sind hochstabil. Alle diese Wohnungen sind als unabhängige Wohnsitze konzipiert. Die äußere Oberfläche dient der Gewinnung von Solarstrom. Sie wandelt Sonneneinstrahlung direkt in Elektrizität, Heizung, Kühlung und andere Formen von Notwendigkeiten um. Der Thermoelementeffekt wird ebenfalls zur Stromerzeugung genutzt.
Die große Bandbreite an individuellen Häusern ist vorgefertigt, feuerfest, wetterunempfindlich und relativ wartungsfrei. Durch diese Bauweise der Strukturen gibt es bei Fluten, Erdbeben oder Orkanen nur minimale oder keine Schäden. Die Massenproduktion der dünnen Hüllenkonstruktion ist effizient und leicht wirtschaftlich tragbar. Neue, energieeffiziente Systeme können nachträglich installiert werden, um genug Energie für den gesamten Haushaltsbedarf zu liefern. Am Wohngebietssektor angrenzend befinden sich Planungs-, Wissenschafts- und Forschungszentren. 8 Kuppeln, die eine zentrale Kuppel umschließen, beinhalten Kunst-, Musik-, Ausstellungs- und Konferenzzentren. Wunderschöne Parks, Seen, Flüsse und Wasserfälle sind in der ganzen Stadt verteilt. Das Hauptzentrum in der zentralen Kuppel beinhaltet Schulen, Universitäten, Gesundheitsfürsorge, örtliche Erwerbsmöglichkeiten für Güter. Sie dient als Kommunikationsplattform oder zur Kinderbetreuung. Es ist auch der Knotenpunkt, der die meisten Transportmittel, welche Menschen anhand sogenannter Transweiher horizontal, vertikal oder radial überall in der Stadt zu Zielorten befördern kann. Dies minimiert den Bedarf an automobiler Beförderung, ausgenommen Notfallfahrzeugen. Alle Verbindungen zwischen den Städten bilden Schwebebahnen. Die zentrale Kuppel wird letztendlich ein computertechnologisches Zentrum sein, das wie ein Gehirn oder ein autonomes Nervensystem der gesamten Stadt fungiert. Dort wird eine virtuelle 3D-Darstellung der Erde unter Anwendung von Satellitenkommunikationssystemen, welche Informationen bezüglich Wetter, Landwirtschaft, Transport und der Funktionalität der gesamten Stadt liefern, erzeugt. Dieses computerisierte System verwendet Umweltsensoren, um eine ausgewogene Ökonomie zu verwalten, die eine Überproduktion und Engpässe vermeidet. Im Landwirtschaftssektor zum Beispiel überwachen und pflegen elektronische Sonden die Bodenbedingungen. Dies beinhaltet den Wasserstand, Nährstoffe und mehr. Diese Methode elektronischer Rückmeldung kann auf den gesamten Stadtkomplex angewendet werden. Computer, welche nun Trillionen Bits an Informationen pro Sekunde verarbeiten können, sind für die Verwaltung dieser innovativen Städte nun bestens dafür geeignet, korrekte analytische Entscheidungen zu treffen. Die architektonischen Strukturen selbst sind Grundlagen für zukünftige Möglichkeiten und verfügen über eine große Vielfalt von Besichtigungsgebäuden. Viele der gezeigten Darstellungen werden nicht beschreiben, wie die Zukunft konkret sein wird, sondern wie sie werden kann. Manche Städte können regional unabhängig zu vollkommen geschlossenen Systemen werden, die sich selbst erhalten können. Diese massiven Strukturen würden Wohngebiete, Parks, Erholung, Unterhaltung, Gesundheitswesen, Bildungseinrichtungen und mehr beinhalten. Alles, was man in diesen Städten errichtet, wird je zu einem unabhängigen autonomen System, soweit dies möglich ist. In ganzheitlich geschlossenen Städten gewährleisten Wolkenkratzer, dass mehr Land für Parks und Wildreservate zur Verfügung steht, während gleichzeitig eine Zersiedelung vermieden wird. Geothermische Energie bietet die Möglichkeit einer reichhaltigen Quelle sauberster Energiegewinnung. Dieses Energiemedium allein kann bei heutigem Verbrauch genug Energie für die nächsten 1000 Jahre aufbringen. Nationale Transportsysteme bestehen aus einem Netzwerk von Wasserwegen und Kanälen. Diese Gewässer könnten die Bedrohungen durch Fluten und Dürren minimieren, indem das Flutwasser in Speicherbecken geleitet wird. Zusätzlich könnten diese Kanäle Wasser für Fischfarmen, Bewässerung und Erholungsgebiete bereitstellen. Diese Kanäle können per Entsalzung durch Dampfkondensation zusätzlich zur Trinkwassergewinnung genutzt werden. In manchen Fällen könnten Schiffe als automatisierte Fabriken dienen. Sie könnten über die Ausstattung verfügen, unterwegs Rohmaterialien in fertige Produkte zu verarbeiten. Riesige Schiffe und U-Boote mit zahlreichen auswechselbaren Abteilen werden Fracht quer durch die Ozeane befördern. Einfacher als einzelne Container werden im Hafen ganze Frachtsektionen abgetrennt. Brückenkonstruktionen sind grundsätzlich vereinfacht und werden zersetzungsbeständig erbaut. Sie werden vorgefertigt und durch Zwillingskatamarane an ihren Platz gebracht. Schwebebahnen können unterhalb der Fahrbahn angebracht werden. Die Besiedelung der Weltmeere ist eine der letzten menschlichen Hürden auf der Erde.
Auf schwimmenden Strukturen von künstlichen Inseln werden sich enorme Städte, Unterwasserobservatorien und weiteres entwickeln. Diese großen schwimmenden Städte sind dazu entworfen, die relativ unerschlossenen Gebiete der Meere zu erforschen sowie bessere Seekulturen anzubauen. Sie dienen der Produktion von Frischwasser und Energie und Ressourcen zu gewinnen. Auch dem Platzmangel auf dem Festland wird dies entgegenwirken. Sie könnten auch nahezu unbegrenzte Reichtümer an Arzneimitteln, Chemikalien, Düngemitteln und Mineralien liefern. Meeresstädte sind erdbebensicher und tragen enorm dazu bei, dem Bevölkerungsdruck auf dem Festland entgegenzuwirken. Die Einwohnerzahl würde zwischen mehreren hundert und vielen tausend Einwohnern schwanken. Unter Wasser bieten Beobachtungs- und Forschungseinrichtungen kostbare Panoramen der Unterwasserwelt in ihrem natürlichen Zustand, ohne die Umwelt des Ozeans zu stören. Schwimmende Seekuppeln werden mit Begeisterung Leute anziehen, die ein küstennahes oder sogar reines Inselleben bevorzugen. Im Falle eines schweren Unwetters könnten diese Strukturen leicht mit dem naheliegenden Ufer verbunden werden. Sie werden in den dortigen Haltestrukturen verankert und festgesetzt. Seekulturen und Seewirtschaftssysteme werden zur Kultivierung von Fischzucht und Meeresfrüchten verwendet, um den Bedarf an Nährstoffen zu decken. Wenn wir Wissenschaft und Technologie human und ökologisch einsetzen, könnte dies ein lebhaftes Beispiel für das zukünftige Potenzial des Menschen sein. Wir werden zusammenarbeiten, um das größte Geschenk unseres Daseins, die Ausgangsbasis unserer Ressourcen und die Schönheit unseres Planeten Erde zu schützen und zu wahren. Letztendlich sind wir eine Spezies und teilen einen Planeten. Falls Sie weitere Informationen über die präsentierten Darstellungen in diesem Video einsehen wollen, dann besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.thevenusproject.com.